Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende der GBA-Ära. Mit diesem abgewandelten Bibelzitat hat das EZ Flash-Team damals ihre neue Flash-Karte angekündigt. Die EZ Flash Omega. Das Ganze ist eine, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, ziemlich leistungsstarke oder ziemlich funktionsreiche GBA-Flash-Karte. Und außerdem hat sie nicht nur viel unter der Haube, sondern ist der Kernel davon auch Open Source. Das heißt, jeder, der ein bisschen programmieren kann, der kann sich den Kernel runterladen, ein bisschen damit rumspielen und dann installieren und halt damit eigene Kernel entwickeln. Also dafür gibt's auf jeden Fall schon mal ziemlich starke Props. Und das ist jetzt eben die Packung. Wer eine EZ Flash Reform besitzt, der kennt die schon größtenteils, nur dass hier jetzt eben so ein Omega ist und kein Reform. Aber ansonsten ist es, glaube ich, komplett die gleiche Packung. Hier natürlich mal mit diesen Import-Symbolen CE und RoHS und so. Und der Hinweis eben darauf, dass das Ganze mit zwei Schalen kommt. Einerseits in einer GBA-Spielgröße und andererseits in der Größe von dem DS-Lite-Staubcover. Dann kann man das hier rausziehen. Da ist einerseits ein Micro-SD-Kartenleser, einfach hier unten so lose drin. Und andererseits eben die Flash-Karte. Ich hätte mal ein bisschen gecheatet, ich habe die schon rausgenommen. Und um die hier richtig reinzutun, muss man die Unterseite hier mit der Leiterplatte hier reinschrauben. Also man kann eben hier die Schraube lösen und dann die Leiterplatte von der Karte abnehmen und hier reinstecken. Und so kann man die einerseits in der Größe eines GBA-Spiels und andererseits in der Größe eines DS-Lite-Dust-Covers benutzen. Nochmal zum Größenvergleich, habe ich hier nochmal eine EZ Flash 3.1 oder ein EZ Flash 3.1 Expansion Pack und ein originales GBA-Spiel. Zumindest halt ein GBA-Spiel, ich weiß nicht, ob es original ist. Aber so groß ist ein GBA-Spiel, so groß ist die Hülle. Das Ganze passt auch größtenteils zusammen. Ich habe hier nochmal ein DS Lite. Da ist mir allerdings aufgefallen, dass das Ganze hier ein bisschen darüber hinweg guckt. Man sieht ja so den Schimmer auf der Oberseite. Also es hat nicht ganz die Größe des Dust-Covers, aber es ist auf jeden Fall akzeptabel. Wie man es von Flashkarten für den GBA-Slot auch gewohnt ist, ist das Plastik natürlich relativ dick. Ich würde sagen, das Plastik hat jetzt keinen so besonders wertigen Eindruck, aber es ist auf jeden Fall besser als bei einigen DS-Flashkarten. Und wenn man hier schon mal so ein bisschen durchluschert, dann sieht man hier auch eine Batterie, die ist ja eigentlich typisch für GBA-Flashkarten. Allerdings wird die hier nicht für das Kopieren von Speicherständen benutzt, denn vorherige GBA-Flashkarten, die meisten, die haben eine Batterie, wo dann womit ein Speicher betrieben wird, der die Speicherstände von den Spielen, die man auf der Flashkarte benutzt, erstmal zwischenspeichert und dann erst später auf die Flashkarte überträgt. Das kann die schon direkt, sobald man im Spiel speichert und dann ein paar Sekunden wartet, dann wird der Speicher auch schon auf die SD-Karte übertragen, dafür braucht man die Batterie nicht. Die Batterie ist nämlich dazu da, um eine Realtime-Clock zu betreiben, wie man sie zum Beispiel für die meisten Pokémon-Spiele benötigt. Also wirklich die allermeisten. Die Realtime-Clock haben kaum Flashkarten, der Everdrive GBA, der hat auch noch eine, aber sonst ist die halt, sind Realtime-Clocks inzwischen ziemlich selten. Aber das ist jetzt ein Schnitt. Und ich zeige, wie das Ganze am DS ist. Oder eben am Game Boy Advance. Da sind wir auch schon wieder. Ich habe die Karte schon in den DS-Lite-Slot getan. Und dann kann ich ihn auch schon anmachen. Man kann übrigens so ziemlich alle Micro-SD-Karten verwenden. Es werden FAT-Karten unterstützt, FAT32 und XFAT. Also damit rein theoretisch von, ich weiß nicht, 128 MB bis 256 GB oder so an Kapazität. Wobei ich glaube, dass die ganze GBA, also dass alle GBA-Spiele schon auf 32 GB passen, von daher sind die höheren Zahlen eher ein bisschen sinnlos. Das EZ Flash-Team sagt, dass es für die Zukunft dann noch ist, damit man auch, wenn die kleineren SD-Karten nicht mehr hergestellt werden, dass man die auch noch verwenden kann. Und dann sind wir jetzt eben in dem ROM-Auswahlmenü. Oben sieht man auch schon die Uhrzeit. Außerdem sieht man halt noch das aktuelle ausgewählte Element. Wenn man hier auf die R-Taste drückt, dann kommt man auf die Übersicht, was gerade im NOR-Speicher ist. Der NOR-Speicher ist ein Speicher in der Flashkarte selber,
der den Inhalt sozusagen behält, selbst wenn man die SD-Karte wechselt. Und da kann man dann eben Spiele dauerhaft reinspeichern. Man muss allerdings, da die nicht in dem Speicher verändert werden können, vor dem Schreiben schon sicherstellen, dass man die Einstellungen, die man dafür haben möchte, eben einstellt. Das heißt, den Hotkey und halt, was man so für extra Sachen haben möchte, die muss man dann davor einstellen. Denkt es hier einen Tab weiter rechts die Einstellung, wo man eben die Uhrzeit einstellen kann. Dann gibt es eben die Erweiterung, die man im Realtime-Menü auswählen kann. Das Realtime-Menü ist ein Menü, das man durch eine bestimmte Tastenkombination öffnen kann. Überall in einem Spiel. Ohne dass das von den Spielentwicklern eigentlich vorgesehen wäre. Und da gibt es eben Reset, wo man wieder zurück in dieses Menü hier kommen kann von der Flashkarte. Dann gibt es Save State, wo man überall in dem Spiel einen Speicherstand erstellen kann, selbst wenn da das Spiel nicht erlaubt zu speichern. Dann gibt es, glaube ich, einen Sleep Patch, wodurch der Schlafmodus, oder wodurch die Spiele den Schlafmodus bekommen, was die Energie sparen sollte. Und man kann natürlich Cheats einstellen. Die kann man dann im Realtime-Menü aktivieren oder deaktivieren, aber nicht auswählen, welchen Cheat man gerade verwenden möchte. Das muss man vor dem Raumstart machen. Dann kann man hier noch die Sprache einstellen zwischen Englisch und Chinesisch. Ich glaube, ich werde da auch nochmal eine deutsche Übersetzung für machen. Dann gibt es noch die Fast Patch Engine, die die Patches eben ein bisschen schneller durchführt. Und dann kann man hier noch die ganzen Hotkeys festlegen. Eben für den Schlafmodus und für das Menü. Und außerdem kann man hier noch ein paar Speicher oder ein paar Stromspareinstellungen für die Realtime-Clock machen. Dann gibt es hier noch weiter rechts die Steuerung, man kann auch noch Dateien löschen und so weiter. Aber dann können wir auch mal in den Raum starten. Zum Beispiel hier Pokémon. Pokémon Emerald. Das kann man dann entweder per Clean Boot starten, damit wird das eben direkt gestartet, ohne dass man irgendwelche Erweiterungen mit dem Realtime-Menü hätte. Dann kann man das Ganze eben mit den ganzen Erweiterungen starten. Man kann es in den NOR schreiben, in den NOR mit den ganzen Erweiterungen schreiben, den Speicherstand einstellen, aber das ist eher für einige Homebrew-Spiele gedacht. Und hier kann man dann noch die Cheats auswählen. Da gibt es eine ganze Liste. Übrigens, wenn du Bilder von der Leiterplatte der Karte sehen willst, kannst du unten in die Videobeschreibung gucken. Da werde ich nochmal ein schriftliches Review verlinken, wo noch alles Mögliche steht. Dann gibt es hier eben auch noch solche Anzeigebilder für die Spiele. Die kann man sich einzeln auf die SD-Karte kopieren. Wenn man schnell starten möchte, kann man einfach alle GBA-Raums auf die SD-Karte kopieren und dann starten. Aber wenn man zum Beispiel hier noch so diese Anzeigebilder oder Cheats haben möchte, dann muss man sich von der Webseite noch ein paar Sachen runterladen. Ich muss hier einen kleinen Einschub machen, weil die SD-Karte, die ich verwendet habe, etwas problematisch ist. Da hatte ich für Linux drauf und die war dann nicht richtig formatiert und so. Aber zumindest bin ich jetzt mit einer guten SD-Karte, die gut funktioniert. Und wenn man hier dann ein Spiel startet, dann muss er nochmal kurz so ein paar Sachen laden. Aber dann startet das auch ziemlich direkt. Ich glaube sogar schneller als beim Everdrive. Der erste Start dauert noch ein bisschen länger, weil der erstmal eine Realtime-Save-Datei machen muss. Aber eben alles ist insgesamt noch ziemlich schnell. Hier ein Pokémon, das hat ja zum Beispiel eine Uhr. Da kann man dann hier auch aus dem Zimmer gehen und auf die Uhrzeit gucken. Und dann steht die da auch. Bei mir ist es jetzt gerade 20 Uhr 29, es kann ja jeder selber kontrollieren, ob die Uhrzeit stimmt. Ich glaube, so auf einen Monat oder so verliert ihr allerdings auch noch ein paar Minuten. Oder sie gewinnt ein bisschen Zeit. Auf jeden Fall hat die SD oder speichert die Flashkarte für jedes Spiel sozusagen eine eigene Uhrdatei. Das heißt, wenn man in dem Spiel die Uhrzeit ändert, dann wird die nicht bei allen Spielen geändert, sondern nur bei dem, was man gerade spielt. Es sei denn, man ändert die Uhrzeit in dem Systemmenü. Dann wird auch die Uhrzeit in allen Spielen gleichzeitig geändert. Aber dann können wir eben mit dem Hotkey zurückkommen. Aus irgendeinem Grund gibt es in dem Spiel hier nicht den Cheat-Option. Sonst könnte man hier noch Cheats an- und ausstellen. Aber hier kann man dann eben einen Realtime-Save machen und laden. Aber dann können wir auch schon wieder resetten. Und Homebrew geht auch ohne Probleme. Da funktioniert allerdings der Addon nicht. Zumindest kann man das dann hier jetzt spielen. Um jetzt hier rauszukommen, müsste ich dann eben den DS ausschalten. Aber ich gebe dann wieder zurück an das vorherige Video. Beim Speichern, also kurz nach dem Speichern, sollte man natürlich nicht ausschalten, wenn die Speicherstände von der Karte auf die SD-Karte kopiert werden. Denn dann könnte die ganze SD-Karte korrumpiert werden. Von daher immer nachdem das Spiel speichert, irgendwie 5 bis 10 Sekunden warten. Und dann kann man den DS auch ausschalten. Ansonsten kann eben die SD-Karte korrumpiert werden. Und dann kommen wir nochmal zu den Emulatoren. Da gibt es nämlich auch direkt mitgeliefert ein NES und ein Gameboy Emulator. So dass man hier zum Beispiel
das Spiel einfach starten kann. Hier kommt man dann auch mit dem Hotkey wieder ins Hauptmenü und kann auch wieder rausgehen. Das war jetzt natürlich ziemlich viel Lob. Allerdings ist es etwas problematisch, dass die Batterie festgelötet ist. Das heißt, wenn man die irgendwann mal austauschen muss, weil die von der Realtime-Clock ausgelutscht ist, dann muss man die auslöten, das ist nicht so schön. Man hätte auch irgendwie so einen Slot nehmen können, womit man die einfach entfernen kann. Oder womit man die einfach austauschen kann. Außerdem ist die Karte verglichen mit DS-Flash-Karten ziemlich teuer. Die liegt so rund bei 50 Euro. DS-Flash-Karten gibt es ja für 20 Euro. Aber der Everdrive für den Game Boy Advance, der geht, glaube ich, bei 100 Euro oder so los. Also für eine GBA-Flash-Karte ist es noch eher günstig. Aber was man so vielleicht von Flashkarten gewohnt ist, ist es relativ teuer. Die englische Übersetzung ist teilweise ein bisschen problematisch. Hier zum Beispiel Thumbnail Toggle oder Open Recently Played List. Auch von der Anleitung und so, dass man merkt halt schon so ein bisschen, dass die keine Native Speaker sind. Man kann außerdem nicht zwischen DS-Spielen, die Game Boy Advance ROMs benutzen oder die, wo man zum Beispiel Pokémon übertragen kann oder so, oder die halt sich mit Game Boy Advance Spielen verlinken lassen, um zusätzliche Sachen freizuschalten, das geht hiermit nicht. Und eben, dass der Speicherstand zerstört werden kann. Aber nichtsdestotrotz, die Karte ist sehr klein, passt auch in ein DS Lite, ohne dass man hier große Überstände hat. Der Kernel ist quelloffen. Also für 50 Euro für eine GBR-Flash-Karte ist das eigentlich ein nicht wirklich ausschlagbarer Deal, wenn man denn noch an GBR-Spielen interessiert ist. Wie gesagt, der schriftliche Review ist auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Aber es war's dann hiermit. Vielen Dank fürs Zusehen. Bei Fragen kannst du dich wie immer gerne in den Kommentaren an mich wenden. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Video und ciao, Kakao!